21. Juni, 8 Uhr früh. Gleich ist es soweit. Die Handwerker stehen vor der schwierigsten Aufgabe bei der Demontage des alten Paul-Friedl-Hauses. Der Glockenturm muss in einem Stück vom Dach gehoben werden. Nur so lässt sich seine historische Blechhülle erhalten. Martin Ortmeier, der Direktor des Freilichtmuseums Finsterau, ist auch gekommen. Das ist ganz was Heikles. Das ist ja die schwere Bronzeglocke drin. Und das heißt, es ist die Gefahr, dass der Turm kippt, wenn da irgendein Fehler gemacht wird beim Abheben. Jetzt ist er am Boden, also am Dachstuhl fixiert. Vorsicht! Nach unten! Nach unten ziehen! Museumszimmerer Franz Plöchinger ist Profi. Super! Aber auch er hat noch nie einen kompletten Glockenturm versetzt. Dann aufmachen. Jetzt kommt er. Zug, passt. Und ab die Post. Schaut gut aus. Super gegangen. Schau her, wie wir den angehängt haben. 2 Monate vorher. Es war schon immer ein besonderes Haus, der alte Hof in Brunfelden im Bayerischen Wald. Früher einmal war es ein großes Anwesen mit Stadeln und Ställen, ein bekanntes Wirtshaus. Und es ist das Geburtshaus von Paul Friedl, dem großen Chronisten des Bayerischen Waldes. 2 Weltkriege überlebte das mittlerweile 300 Jahre alte Haus unversehrt. Doch die Lieblosigkeit, mit der es die letzten 50 Jahre behandelt wurde, machten es mürbe. Und der Straßenbau. Stück für Stück wurde die Straße einfach immer höher gelegt. Ein Todesurteil. Karl-Heinz Reimeyer kämpfte Jahrzehnte für den Erhalt des Hauses in Brunfelden. Als Kreisheimatpfleger und Paul-Friedl-Fan. Er besitzt sämtliche Romane, Brauchtums- und Musiksammlungen von Paul Friedl, dem Baumstäften Lenz, wie er auch genannt wurde. Er hat immer gesagt, die Niederbayern sind keine niederen Bayern. Merkt euch das, hat er immer gesagt. Und er ist dann auch so aufgetreten, dass man gesagt hat, der vertritt uns und unsere Kultur, also richtig, er steht da richtig dahinter. Ich möchte, dass die alte Erzählweise nicht verloren geht. So wie unsere Alten in ihrer Mundart schildern konnten, so versuche ich es umzusetzen. Und freue mich, wenn sich auch meine Leser freuen. Sie liegend auf der Uferbank, hinauferts und die Drama bank und so weiter. Wenn man das ist, dann wird eine ganz super Atmosphäre dann. Paul Friedl gründete Bayerns ältestes Sänger- und Musikantentreffen, den Zwiesler Fink. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er hier im Wirtshaus. Kurz vor seiner Geburt war das Haus seiner Eltern abgebrannt. Die Wirtsleute gaben ihnen Obdach. Und so kam der kleine Paul am 22. Mai 1902 hier im ersten Stock auf die Welt. Und warum kann das Haus hier nicht stehen bleiben? Und dann haben wir mit allen Mitteln versucht, dieses Gebäude zu erhalten an Ort und Stelle. Und es waren viele, die mich da unterstützt haben, es waren ganz viele. Wir hätten auf der Stelle 70, 80 Mitglieder für so einen Förderverein bekommen, aber einen haben wir nicht gekriegt. Das war der, der den ersten Vorsitz übernommen hätte und die Verantwortung. Nun wird es in letzter Minute vor dem kompletten Verfall ins Freilichtmuseum Finsterau evakuiert. Und verschwindet von da, wo es eigentlich hingehört. Ich bin total erleichtert, dass er hier unten ist. Und dass nichts passiert ist, das ist die Hauptsache. Martin Ortmeier und sein Team bergen die Schätze, die hier sonst unwiederbringlich verloren gegangen wären. Diese Kommode ist wahrscheinlich das letzte Zeugnis aus dieser Wirtshausnutzung. Da war ja, als Paul Friedl da geboren worden ist, war ja Wirtshausbetrieb und war wohl auch erfolgreiches Wirtshaus, als die Glasindustrie noch aktiv gewesen ist. Waren da die Fuhrleute unterwegs, haben die Pferde eingestellt über Nacht. Und während jetzt die Stadtstraße
dem Haus den Garaus macht, war früher die Stadtstraße das, was die Wirtschaft gebracht hat, was den Erfolg, das Einkommen generiert hat. Ursprünglich war die Straße auf dem Niveau von dieser Stube. Und man hat wirklich, wenn man im Fuhrwerk vorbeigekommen ist, es war einladend. Und jetzt vor dem ersten Stockwerk, vor die Straße vorbei, im Winter, wenn der Schneepflug vorbeifährt, schlägt dann Schnee an das erste Stockwerk, an die Fenster. Der Dachstuhl ist wirklich spektakulär. Der gesamte Raum ist stützenfrei, weil die ganzen Kräfte auf den Ring an der Traufe abgeleitet werden. Fast 200 Jahre hielt das Dach Stürmen und Schneemassen stand. Welcher Neubau wird das in Zukunft noch von sich sagen können? Während des behutsamen Abtragens kommt immer wieder Unerwartetes zum Vorschein. Generationen haben hier ihre Spuren hinterlassen. Der freigelegte Holzblockbau verrät, dass es früher nur ein Erdgeschoss gab, mit einem Loch über der Eingangstür. Auf Beitlerisch Schweierlo, Schwalbenloch. Und da sind wirklich die Schwalben aus und eingeflogen. Und haben drinnen in dem Flur genistet. Der Dreck hat weniger gestört, sondern die haben den Vorteil genossen, dass die Schwalben die Fliegen aus dem Haus wegfressen. Und noch ein Detail zeugt von der Klugheit und Handwerkskunst der Waldler. Das Schwalbenloch wurde schräg in den Balken gehauen. So kam mehr Licht herein, obwohl die Öffnung draußen kleiner war. Im ersten Stock soll es einen kleinen Tanzboden gegeben haben. Es ist fast so wie auf einer archäologischen Grabungsstätte. Unter dem Putz kam eine ungewöhnliche Schuppenstruktur zum Vorschein. Als man nicht mehr die rohe Blockwand haben wollte, sondern da einen Lehmputz aufziehen wollte, den man weiß nicht können, hat man überall diese Keilchen reingesteckt. Die kann man ja auch ganz einfach rauslösen. Die hat man reingehaut und dann hat man in mehrere Schichten diesen Lehmputz aufgetragen. Und der war so stabil, dass die zwei Leute mit dem Hammer runterhauen haben müssen. Die Handwerker des Freilichtmuseums Finsterau haben großen Respekt vor der alten Bauweise. Das ist eine reine Handwerkskunst. Das ist super. Und auch von der Arbeitsweise. Man muss sich vorstellen, wie sie das gebaut haben. Da hat es auch nichts Maschinen gegeben, keine Handkreissäge, nichts. Die haben alles per Hand gemacht. Das Gebäude ist fast 300 Jahre alt. Und wenn man den Balken anschaut, da ist er. Das ist fast wie neu. Das ist unbezahlbar. Also wenn ich sage jetzt mal das Haus, wenn es nicht, das nicht nach Finsterau übertragen wird, dann ist das Gang verloren. In den nächsten Jahren soll das Paul-Friedl-Haus im 30 Kilometer entfernten Freilichtmuseum Finsterau wieder aufgebaut werden. Hier in Pohnfelden wird es nach 300 Jahren nur noch eine grüne Wiese geben.